Frau Störritter, Sie hätten es gerne vermieden, Flüchtlinge in Hallen, in Turnhallen unterzubringen. Warum ist das jetzt doch nötig geworden? Ja, wir hatten zu Beginn des Jahres noch mit 60 Flüchtlingen pro Monat gerechnet. Als maximale Zahl im August waren es schon 80, jetzt sind es 100 Flüchtlinge pro Monat und es wird jetzt zunächst mal dauerhaft so bleiben. Das bedeutet, dass wir mit den bisherigen Unterbringungskapazitäten einfach nicht mehr hingekommen sind. Bei allergrößten Anstrengungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Gemeinden haben uns unterstützt, aber faktisch gab es keine anderen Möglichkeiten. Und deshalb bin ich einerseits froh, diese Möglichkeit jetzt anbieten zu können. Andererseits, Sie haben es erwähnt, sind wir natürlich nicht ganz glücklich damit. Die Menschen schlafen hier Bett an Bett. Ist das für Sie eine menschenwürdige Unterbringung? Also ich glaube, so darf man die Frage nicht stellen, denn wir hätten es auch gern anders. Aber wir haben jetzt zunächst vorgesehen, dass hier nur männliche Flüchtlinge in der Halle sind, also von daher eine gewisse Homogenität auch bei den Bewohnern. Und zum anderen sind wir an gewisse rechtliche Voraussetzungen gebunden, eine solche Halle auszugestalten. Sicherheitsgründe spielen große Rolle, Brandschutzgründe spielen eine ganz große Rolle. Wie geht der Landkreis mit Befürchtungen der Bürger vor Ort um? Es beginnt damit, dass unsere Mitarbeiter ganz früh in die Gemeinden gehen, wenn sich also eine Chance für eine Unterkunft auftut, dass runde Tische bestückt werden von uns, also wo wir dann wirklich über alles informieren, bis ins Detail. Auf den Landkreis kommen ja noch weitere Flüchtlingsströme zu. Wo wollen Sie die Menschen unterbringen? Wir haben ja hier direkt in Mülheim vor Ort hoffentlich schon im Frühjahr die Möglichkeit, 80 Flüchtlinge in einem Gebäude unterzubringen. Wir haben weitere Aussicht in Bad Krozingen für ebenso viele Flüchtlinge. Also das stimmt uns optimistisch. Viele Bürger wollen ja helfen. Was können die jetzt konkret tun? Also konkret, denke ich, sind alle diejenigen dann kreativ genug, sich etwas einfallen zu lassen. Ich fände es schön, wenn gerade im Hinblick auf Weihnachten sich doch einige Möglichkeiten für die Flüchtlinge hier eröffnen, Weihnachten nicht isoliert jetzt hier zu feiern, sondern vielleicht irgendwo auch in einer Gemeinschaft. Welche Rolle könnte denn Sport da spielen, auch im Hinblick auf die Traumatisierung dieser Menschen? Also da fällt mir jetzt gerade ein wunderbares Beispiel ein. Wir haben zum Beispiel in der Gemeinde Feldberg in Altglashütten ja schon vor mehreren Monaten eine Unterkunft einrichten dürfen. War auch von Anfang an große Offenheit der Bevölkerung und wir haben dort jetzt einen Jugendlichen, der im örtlichen Fußballverein so gut spielt, dass die Gemeinde ganz große Hoffnung hat, über diesen jungen Flüchtling im Fußball ganz groß rauszukommen. Das ist doch ein schönes Beispiel, wie gerade die Integration in Vereine gut gelingen kann und wie wichtig sie auch ist. Vielen Dank.